Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Teso, in einer schönen Kulisse, die wir so noch nicht hatten in Teso. Schön mit Rübs, mit Lava, mit Feuer. In der Erdschmiede sind wir. Wahrscheinlich ist das der Erdkern, meine Freunde. Das kann gut sein. Ich weiß es aber nicht. Und wir müssen erstmal ein kleines Feuer entschüren. Was muss ich jetzt nochmal machen? Blasebalg benutzen? Okay, viel Spaß. Lasst das Feuer jetzt frei. Gebt alles, was ihr habt. Vorsichtig. Das Feuer ist sehr nah. Was habt ihr getan? Der Druck ist zu hoch. Jetzt müssen wir von vorn beginnen. Oh, wait, what? Okay, also erst Blasebalg. Lasst das Feuer jetzt frei. Gebt alles, was ihr habt. Das ist erledigt. Nur einen Moment und ich werde am Kern arbeiten. Überlegt mal, wenn das so typische MMO-Spieler, die alles durchklicken, die Texte sich nicht anhören, so wie mein Kumpel, wo ich immer ausraste, wenn der sowas macht. Ich weiß nicht, bei sowas wie WoW, wo die Story keinen Sinn hat, finde ich jetzt, also wo es nicht so viel Spaß macht, der Story zuzuhören, da kann man das ja mal machen. Aber bei Teso, die Story... Jetzt brauche ich ein großes Feuer, Kamerad. Verdoppelt die Hitze des Letzten. Gebt alles, was ihr habt. Ich brauche die größtmögliche Hitze. Noch nicht ganz, Kamerad. Wir müssen noch viel schaffen. Lasst das Feuer jetzt frei. Gebt alles, was ihr habt. Hab ich doch. Na gut. Vorsichtig. Das Feuer ist sehr nah. Und jetzt? Nochmal? Fühlt diese Hitze. Nur einen Moment und ich werde den Kern vorbereiten. Seht ihr? Das meine ich. So typische MMO-Spieler würden das echt nicht schaffen. Aber da ich ja kein typischer MMO-Spieler bin, sondern mehr auf die Story Wert lege, ist Teso genau das richtige MMO für mich. Und das finde ich schön. Ich mag das. Beste jetzt MMO. Jetzt brauchen wir ein noch heißeres Feuer. Das größte bisher. Zweimal so groß wie das letzte. Hier riecht's komisch in mein Zimmer gerade. Okay, zweimal so groß wie das letzte, alles klar. Zack. Und zack. Keine Hemmungen, das Feuer schwelt ja kaum. Mehr. Ihr seid auf dem richtigen Weg, aber wir brauchen mehr. Viel mehr. Die Flammen sterben. Füttert sie so gut ihr könnt. Mehr. Dieses Feuer soll mich an die Sande von Schildwacht erinnern. Weiter so. Die Hitze steigt, aber wir haben es noch nicht ganz. Lasst das Feuer jetzt frei. Gebt alles, was ihr habt. Okay, nochmal, meinetwegen. Gebt uns noch mehr, aber nicht zu viel. Wir haben es noch nicht ganz. Weiß denn das Wut? Dieses Feuer ist heiß. Nur einen Moment, Kamerad. Ich werde den Kern vorbereiten. Ich habe sogar jetzt kapiert. Das Blasebalg hat das einzeln gemacht und das hier hat immer zwei gemacht. Ich glaube sogar mal die zwei letzten. Und die Kohle weiß ich gerade nicht. Das war auf gut Glück. Wir haben es geschafft. Sehr gute Arbeit, Kamerad. Jawohl. Nice. Geile Quest. Hat Spaß gemacht. So, Merrick. Ausgezeichnete Arbeit, oh Kamerad. Es gibt nichts, was wir nicht zusammen erreichen können. So ist es irgendwie. Ist es geschafft? Haben wir den Kern geschmiedet? Wir sind auf einem guten Weg. Ich spüre es. Wir werden noch etwas daran werkeln müssen, um zu sehen, was... Bei Stenders Gnade, was war das für ein Laut? Da hinten ist sowas kaputt gegangen, ich hab's gesehen. Narren, dachtet ihr wirklich, ihr könntet das Schmuckstück vor dem Gott der Intrigen verstecken? Ja, denken wir. Ja, hier kommt Step Back, Alter. Stirb! Das Volk von Abagablas dient mir selbst im Tod. Meine Regierung, tötet sie. Tötet sie und bringt mir den Kristall. Ihr kleinen Wichser, ihr kriegt niemals den Kristall. Fuck off, ey. Mulakbal. Du wirst draufgehen.
darf nicht neu geschmiedet werden. Bring diesen Kristall nach für den Herrn der Gewalt. Oh, Königin, schon wieder die. Oh, fuck. Ich helfe euch. Na, warte. Stopp. Ich bin an diesem Tag immer gewesen. Meine Anhänger dienen mir selbst im Tod. Stenda, beschütze uns. Die Erdschmiede. Von Untoten überrannt. Merrick, er weiß, dass wir den Kristall haben. Was sollen wir jetzt tun? Das war Molag Bal höchst selbst. Habt ihr seine Stimme gehört? Da gefror mir ja das Blut in den Adern. Dass eine derart üble Kreatur hier mitten unter uns sein kann. Oh mein Gott, und das bei der Temperatur hier? Kann euch das Blut in den Adern gefrieren? Da solltet ihr aber echt mal was an eurem Puls tun. So, Merrick, was glaubt ihr, wie er uns gefunden haben kann? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann er irgendwie den Kern selbst spüren. Wenn der Fürst der Lügen vorhat, den Vivicus erneut zum Einsatz zu bringen, dann ist die Prisma-Waffe eine Gefahr für seine Pläne. Ist denn der Kern fertig soweit? Nein, noch nicht. Wir standen so kurz davor. Aber seid unbesorgt. Ich kann die letzten Schritte allein abschließen. Hört meine Worte. Diese Waffe wird das Licht der Welt erblicken. Der Mortuum Vivicus wird vernichtet werden. Bedeutet das, dass die Schmiede in Gefahr ist? Ja, richtig. Ich werde mit dem Generalstab sprechen und einige Wachen postieren. Wenn jederzeit Untote aus dem Berg emporquellen können, dann vermag wohl niemand zu sagen, was hier als nächstes geschieht. So sieht's aus. Dann lass uns lieber diesen Ort hier verlassen. Ja, wir sollten verschwinden. Wir müssen Sid alle Farben finden und ihr erzählen, was hier geschehen ist. Geht voran, Kamerad. Kein Problem. Mein Gott, die Quest ist ganz schön lang, aber geil. Die macht richtig Bock. Macht sogar gerade mehr Bock als die von Shirogorath. Beide Questlines haben irgendwas. Beide gehen Quest rein. Dir hat mehr so die Story und vor allem auch Molag Bal, um den es ja hier auch eigentlich geht. Mehr so diese Dramatik und die Magier gehen Quest rein, hat mehr den Witz, den Humor und ja, das Mystische. Das finde ich sehr, sehr lobenswert vom Bethesda, dass die hier echt zwei unterschiedliche Reihen erschaffen haben. Finde ich sehr gut. Ey, Elif, was macht ihr denn hier? Elif, hallo? Bei Stenda! Geht es euch gut, Elif? Was ist da drin geschehen? Wie haben diese Würmer die Schmiede gefunden? Wir waren fast fertig, als sie kamen. Sie waren hinter dem Kristall und dem Folianten her. Wie konnten sie es wissen? Wie konnten sie von diesem Ort wissen? Elif weiß es nicht. Merrick, diese ganze Sache ist Wahnsinn. Sie lässt uns Debra jagen und jetzt kommen sie zu unserer Haustür. Elif, hinter euch! Elif, Merrick, ich ruhe nicht in Frieden. Dunkle Monde, Gildenmeister Eisklinge, was ist los? Ich wurde ermordet, Kameraden. Sucht meinen Mörder. Lasst mich Frieden finden. Ja, wartet. Wer hat euch getötet? Interessant. Sehr interessant. Elif hat einen Verdacht. Okay, der hat sich ja nicht mal umgedreht. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Aber gut. Das ist unglaublich. Bei Stendars Horn, wir dachten alle, dass der Gildenmeister im Schlaf gestorben sei. Lasst uns Sid alle Farben Bericht erstatten, und zwar schnell. Es tut mir leid, Kamerad. Ich kannte Jofnir sehr lange. Ihr habt recht. Wir müssen Meldung machen. So vieles ist geschehen. Geht voran, mein Freund. Ich glaube, ich lasse dieses Mal Elif vorangehen. Kommt! Ja, oder so. Mir soll's recht sein. Hauptsache weg hier und Bericht erstatten. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Also Jofnir lebt anscheinend. Also, naja, er lebt ja nicht wirklich. Denke ich jetzt mal. Und Molag Bal hat die Erdschmiede angegriffen. Uiuiui, ich glaube auch bei der Magiergilde wird das die nächste wird auch die letzte Quest sein. Genau wie hier. Sehr lange geht die Questreihe, glaube ich, nicht mehr. Es sei denn noch so ein, zwei Quests, kann ich mir vorstellen. Und dann war es das auch. Denke ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, können wir schon die Hauptquest eigentlich weitermachen? Ja, ne? Ich glaube, da war was. Die können wir, glaube ich, auch weitermachen. Vielleicht sollten wir das auch mal bald tun. So, Gildenmeisterin, wir sind da. Wart ihr erfolgreich? Habt ihr die Waffe geschmiedet? Wir
Wir benötigen sie jetzt dringender als je zuvor, mein Freund. Ihr habt es ja gesehen. Naja, wir begannen mit den Schmieden der Waffe, aber viel ist geschehen. Aber vieles anderes auch noch geschehen. Was ist geschehen, Kamerad? Euer Gesichtsausdruck gefällt mir gar nicht. Genauso wenig wie der finstere Ausdruck in Mareks Gesicht. Naja, die Erdschmiede wurde von den Toten aus Abergalas angegriffen und Molag Bal und uns während des Angriffs verspottet. Der Wichser. Der Gott der Intrigen selbst ist auf unsere Mission aufmerksam geworden. Wir sind nun alle in trüben Gewässern, Kamerad. Und die Strömung wird rasch stärker. Aber da ist noch mehr. Nach dem Angriff ist Jofnir uns erschienen und hat uns gesagt, dass er ermordet wurde. Was? Jofnir? Ermordet? Das sind finstere Nachrichten, Kamerad. Der Rat muss auf der Stelle davon erfahren. Es wird eine Untersuchung geben müssen. Vielen Dank, dass ihr uns an diesem dunkelsten aller Tage beisteht. Das ist gar kein Problem. Aber was machen wir jetzt? Merrick, Elif und ich werden uns mit dem Generalstab beraten. Wir wollen uns über den Angriff und diese Enthüllung über Gildenmeister Eisklinge austauschen. Wir melden uns wieder bei euch, sobald es mehr zu besprechen gibt. Bis dahin, Kamerad. Oh, alles klar, danke. Alles klar, der Prismakern ist jetzt nun geschafft. Merrick ist hier. Achso, das ist... Alter, Level 83? Achso, wie heißen denn die Punkte? Champion-Punkte. Habe ich jetzt auch mal gelesen, dass das Champion-Punkte sind. So, wir haben jetzt wieder einen neuen Ring bekommen. Vielleicht ist der ja besser. Gewährt Ausdauerregeneration und maximal Ausdauer. Von den Schmiedenmeistern der Kriegergilde getragen, wenn sie hoch erhitzte Metalle in der Erdschmiede bearbeiten. Physische Resistenz und Waffenschaden. Ich zieh mal das an. Ja, Ausdauer kann ja nicht schaden, finde ich. Boah, ups, da muss ich ganz oft aufstoßen. So, ich gehe einfach cheatermäßig hier raus. Ist ja egal, wo wir rausgehen. Es gibt eine dringende Aufgabe für euch. Wer bist du? Hi. Kamerad, eine Nachricht für euch. Die Gilde braucht eure einzigartigen Talente. Oh, das ging ja schnell. Und was gibt es? Merrick Ad Asvala hat euch eine Nachricht geschickt. Er bittet darum, dass ihr ihn baldmöglichst aufsucht. Es wurde eine Untersuchung zum Tod von Gildenmeister Eisklinge eingeleitet. Okay, wo kann ich ihn finden? Er hat in Schildwacht eine Versammlung des Rats der Provinzgeneräle einberufen. Ihr solltet ihn in der dortigen Halle finden können. Ihr scheint nervös zu sein, hat er sonst noch etwas gesagt? Nein, nur viele Gerüchte über die Untersuchung des Rats. Die alte Garde denkt, sieht alle Farben, hatte mit Jofnirs Tod eine Menge zu gewinnen. Und von dem, was ich vernommen habe, ist sie nicht auf dem Treffen. Oh, ich hab doch mal gesagt, in welcher Folge war das? Auf jeden Fall war das in irgendeiner Folge, wo ich gesagt habe, wie hieß sie denn? Alle Farben irgendwas damit zu tun hatte. Dass sie eine Verräterin sein könnte. Vielleicht ist sie ja sogar eine, aber das wäre ganz schön krass. So, was haben wir denn jetzt an Quests eigentlich, meine Freunde? Wenn ihr die Obrigkeit befragt, haben wir auch ein paar Fragen für euch. Wer hat das gesagt? Wer ist so frech und hat mich angesprochen? Nee, Quatsch. Tagebuch, Bibliothek, nein, Quests. Traumreise in die Finsternis, das will ich jetzt erstmal nicht machen. Ah, guck mal, das können wir echt machen. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Schildwacht? Alikir-Wüste? Moment, wait, what? So, ja, macht ihr da nur. Wo ist denn Alikir-Wüste? Alter Vater, wo ist die denn bitte? Aha, da komme ich ja noch lange nicht hin. Alter, das dauert ja lange. Holy shit. Ihr wollt mich doch verarschen. Was? Konzerset? Okay. Bergama und das Schildwacht. Holy fuck, das dauert ja ewig, bis wir da ankommen. Wir müssen ja dann noch hier das DLC machen irgendwann. Dann hier Bankorei und dann sind wir erst hier. Und hier unten gibt es sogar noch ein DLC-Gebiet. Und hier Karkstein auch noch. Alter Vater. Ja, und dann weiß ich nicht, ob wir hier auch noch weiter können, aber ich denke mal schon. Das wäre sonst scheiße, falls nicht. Aber bis wir so weit kommen, gibt es noch einige andere Spiele, die wir spielen werden. Ja gut, was machen wir jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, wir sollten weiter erkunden gehen. Wir könnten auch die Hauptgeschichte weitermachen. Geht zur Magiergilde von Dolchsturz. Jawohl.
Nee, das machen wir mal noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt. Ich meine, danach will ich nicht noch eine Folge aufnehmen. Und da wir eh gleich durch sind, gehe ich jetzt einfach mal hier weiter. Kann ich auch am besten gar keine Quest annehmen? Geht das auch? Ups. Nee, eine Quest muss ausgewählt sein. Ja gut. Grüße. Da würde ich mal sagen, setze ich mir jetzt mal Marker. Und da werde ich jetzt genau den Weg hier gehen. Einfach mal hier hin. Mal gucken, was wir da so finden können. So, dann geht es jetzt mal auch mal hier weiter in Kalthafen. Kluftspitze meine ich. Kalthafen ist ja ein bisschen was anderes. Oh, shit. Oh, gar kein Schaden. Ja, nice. So kann man das natürlich auch machen. Einfach mal gar keinen Schaden bekommen. Das ist sehr lobenswert. Baumwolle? Na, brauche ich jetzt nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal da lang. Ach, guck mal, da ist ja sogar was. Sehe ich gerade mal. Ach, da ist auch noch was. Oh, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber dann machen wir jetzt noch den Turm der Talwacht. Falls der Boss da ist, aber ich denke mal schon. So viele Spieler sind da ja ein Glück nicht mehr. Oh, ich weiß noch ganz zu Anfang, die ersten Parts. Ach, das war noch Zeiten, ey. Oh Gott! Oh, hab ich mich erschrocken. Alter. Du ekelhaftes Kackvieh. Nee, das lesen wir jetzt ganz sicher nicht. Oh, hab ich mich erschrocken. Warum muss es denn hier Spinnen geben? Ihr habt doch nicht mehr alle. Der Turm der Talwacht entdeckt. Ja, aber hier ist leider kein Boss. Wurde der jetzt echt schon gekillt, oder was? Das ist ja mal behindert. Ich würde jetzt noch so einen schönen, starken Boss machen am Ende. Dann heißt es wohl warten. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt so eine ekelhaft riesige Spinne wieder ist. Da hinten ist auch irgendein Gegner. Oh. Geister. Ah, guckt mal. Alter, was ist das denn? Min hier Steinhaut. What the fuck? Was bist du denn für ein Vieh? Ein Gargoyle. Oh, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Alter, bist du ein... Der sieht geil aus. Ich muss mal kurz beten. Ich muss kurz beten. Holy fuck. Oh, scheiße. Oh. Oh, nein, 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 nein. Nein. Ei, ei, ei. Oh, der kommt hier rauf. Da, friss Speer. Ich werde jetzt erstmal mich heilen. Alter. Was habe ich mir dabei gedacht, jetzt auch so einen Boss anzufangen? Oh, holy. Oh, Alter. What the shit? Oh, fuck. Fuck it. Na geil. Na geil. Und wisst ihr, was jetzt noch passiert? Der hat wieder volles Leben. Der ist mir viel zu stark, Freunde. Der ist mir viel zu stark. Aber wisst ihr was? Ich versuche den nochmal im nächsten Part. Lol, ich bin immer noch ein Geist. Gut. Dann versuche ich den im nächsten Part und wir sehen uns dann. Wir haben wieder mal eine Menge erlebt. Oh, wieder falsch. Ich bin schon ganz außer Atem. Und dann sehen wir uns, ja, morgen zur nächsten Folge, zur vierten Folge in der Woche von The Elder Scrolls Online TESO. Ach du heilige Scheiße, ey. Men hier Steinhardt. Warum sind die so stark auf einmal, die Gegner? Die sind ja übel. Holy fuck, da muss man ja ganz schön strategisch sein, um den zu bekämpfen oder einfach mal zu zweit sein. Aber na gut, wir werden sehen, ob wir den nächsten Part schaffen. Gut, haut rein, auf jeden Fall ein ziemlich geiler Bosskampf und ein ziemlich geiles Questkapitel.
Wir sehen uns morgen. Bis dann und ciao.